Diese Übung startet mit einem Aufschlag in eine von drei Zonen. Und zwar ist die erste Aufschlagzone hier direkt im 3-Meter-Raum am Netz. Die zweite Aufschlagzone vollzieht sich hier bis dann in die Ecke des Feldes, also auf der Position 5. Und dann haben wir noch die dritte Aufschlagzone, die sich hier praktisch zwischen Position 5 und Position 6 in der gegnerischen Hälfte befindet. Es folgt die Abwehr eines vom Partner geschlagenen Balles und dieser abgewehrte Ball soll gleich auch selbst zugespielt werden, also Abwehr und danach das Zuspiel der Abwehr passiert vom selben Spieler. Währenddessen gibt es auch noch einen dritten Spieler in dieser Gruppe und dieser dritte Spieler ist schon wieder auf dem Weg zum anderen Pfosten und wird von da auch noch gleich einen Ball ins Spiel bringen. Der Spieler läuft einmal auf seine Blockposition am Netz. In diesem Fall ist es die Mitte, also ein Mittelblocker. Er wird hier nur ganz, ganz kurz einmal seine Blockausgangshaltung annehmen, wird dann aber die Bewegung nach außen machen, um dort einen Sprung anzudeuten. Es wird hier nicht tatsächlich gesprungen, weil diese Übung noch sehr weit am Anfang des Trainings liegt und dort noch keine Sprünge erfolgen sollen. Also die Bewegung nach außen, die Schrittkombination nach außen, das ist das Wichtige an dieser Stelle. Nach dem angedeuteten Blocksprung außen dreht der Spieler sich wieder Richtung Feldmitte, bewegt sich auch in die Feldmitte. Er bekommt hier bereits einen hohen Ball angespielt und zwar wird der ungefähr von der 3-Meter-Linie hoch angeworfen, simuliert hier also einen abgewehrten Ball, ungefähr auf der Position 1. Dieser abgewehrte Ball wird dann gleich in hohen Bogen zurückgespielt, so wie ein Hilfszuspiel, über das dann über außen angegriffen werden soll. Dieser Angriff könnte in einem Block landen und springt dann zurück. Deshalb wird dieser Spieler hier den zurückgespielten Ball gleich als kurzgelegten Ball spielen. Direkt nach dem hier vorne kurz gesicherten Ball heißt es umdrehen und Sprint diagonal durchs Feld, denn von diesem Spieler hier wurde bereits in relativ hohem Bogen ein Ball ins Hinterfeld geworfen, den es nun zu erreichen gilt. Damit hat der Spieler alle ballgebundenen Aktionen erledigt, ist aber bereits auf dem Weg hier zu diesen Hütchen auf dem Feld, wo er noch eine kleine weitere Sprintübung absolvieren muss. Zuzüglich dem letzten abschließenden Sprint diagonal bis zu diesem finalen Hütchen, erst dann ist für ihn die Übung vorbei. Während er allerdings diese Sprints ausführt, sind seine beiden Teamkollegen schon dabei, hier einmal zu rotieren und der Spieler hier hinten wird dann sofort den nächsten Aufschlag machen, während dieser Spieler am Ende nach seinen ganzen Sprints dann an diesem Pfosten Position einnimmt, um dort für den anderen Spieler einen Ball anzuwerfen. Noch während hier hinten die Sprintübung läuft, erkennt man übrigens, dass der nächste Spieler der Dreiergruppe schon mit seinem lockeren Sprungaufschlag hier begonnen hat. Das Ganze soll also so effektiv wie möglich ineinander verzahnt sein, dass diese drei Spieler sich praktisch immer ablösen und abwechseln. Und wenn dieser Spieler hier hinten dann seinen finalen Sprint zu diesem Hütchen fertig hat, dann muss er auch sehen, dass er wieder zum anderen Pfosten zurückläuft, um dann dort schon wieder rechtzeitig für den nächsten Spieler den nächsten Ball ins Spiel zu bringen. Wir lassen die Szene laufen und gucken uns die einzelnen Phasen jetzt noch einmal an. Nach dem Aufschlag ins Feld bereit sein, es kommt eine Abwehr. Diese Abwehr muss ich selbst erlaufen, spielen hat nicht geklappt. Dann Blocksprung hier, lösen vom Netz, ein Hilfszuspiel hoch über außen, hinterhergehen, sichern, den gesicherten Ball wieder hochspielen, diagonal sprinten, den geworfenen Ball erlaufen, dann hinten die Sprintübungen. Und während ich diese Sprintübungen mache, kann schon der nächste Aufschlag erfolgen.